Es ist schon lange her, dass ich die erste Staffel von SpongeBob SquamKopf von der besten bis zur schlechtesten Folge gerankt habe. Ein bisschen lange. Deshalb wird es jetzt mal dringend an der Zeit, dass ich mich auch der zweiten Staffel widme. Und ich muss wirklich sagen, es war alles andere als einfach. Die zweite Staffel bietet so viele gute Episoden, sodass es etwas schwer war, ein richtiges Ranking zu machen, weshalb das Video auch rein subjektiv sein wird. Es gibt Episoden, welche man direkt auf den letzten Plätzen setzen könnte, aber auch sehr, sehr viele, wo man wirklich am Grübeln ist. Naja, wie dem auch sei. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Ranking zur zweiten Staffel von SpongeBob SquamKopf. Wenn euch das Video gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der findet, dass diese Folge eine der schlechtesten Episoden ist. Omas Liebling. Die Episode zeigt deutlich die Liebe von einer Oma und dass sie sehr oft ein Küsschen vergeben an die Menschen, die sie lieb haben. An sich ist nichts Verwerfliches dabei, nur hier wird das etwas heruntergespielt. Einerseits von SpongeBob, der versucht mit verschiedenen Indizien sich als ein Erwachsener zu outen und das mehrmals, aber auch die Bewohner von Bikini Bottom, insbesondere Thaddeus und Tagel, welche im Grunde nur in der Folge sind, um SpongeBob diesbezüglich runterzumachen oder auszulachen. Und das ist ein Problem, was ich in der Folge sehe. Und dass Patrick mit seiner Art wieder mitmischt, bringt so manche Szenen rein, wo man schmunzeln könnte, aber das macht die Folge auch nicht unbedingt besser. Auf dieser Platzierung befindet sich die Episode Jäger und Gejagte, die ganz harmlos mit SpongeBob beginnt, aber dann immer mehr Kommerz wird, als Mr. Krabs sieht, dass man das Gelee der Quallen als so einen Brotaufstrich verwenden kann, wodurch er nur noch das Geld zieht und immer mehr von den kleinen Stechweichtieren in seinen Besitz bringen will. Weiterhin wird SpongeBob im Verlauf der Folge von der Qualle gejagt, die er zu Beginn gefangen hat, was den ganzen Spieß komplett umdreht. Das Ganze nimmt dann ganz fürchterliche Ausmaße an, insbesondere in der Fabrik, in welcher die armen Quallen wortwörtlich gemolken werden. Kein schöner Anblick. Die Folge hat auch kaum wirklich gute und lustige Stellen und ist wirklich auf diese Ernsthaftigkeit aufgebaut. Bis auf... ist die Folge nicht wirklich ansehnlich geworden. Immerhin bekommt Mr. Krabs von den Quallen das, was er wirklich verdient hat. Immer wenn es ums Geld geht, ist Mr. Krabs sich weit. Und das ist wieder so eine Folge. Nur gibt Mr. Krabs hier sehr viel Geld aus, und das in der Folge große Liebe. Der Grund dafür ist, dass er sich in Miss Puff verliebt und auf einmal alles für sie geben will. Teures Essen in einem Edelrestaurant mit importierter Musik ist aber nur eine von vielen Sachen. Und selbst SpongeBob ist davon betroffen und darf den unschuldigen kleinen Assistenten spielen und sehr viele schöne Dinge für Miss Puff besorgen, was in einer sehr lustigen Szene endet. Die Folge hat auf jeden Fall seine Momente. Hier geht's nicht um das oder das, sondern hier geht's um das! Aber es ist wieder eine Liebesfolge. Und dies hat man auch schon viel zu oft gesehen. Sie ist jetzt nicht schlecht oder so, aber leider auch nicht ganz oben mit dabei. Ich weiß nicht, was mich genau in der Folge stört, aber irgendwie habe ich nie richtig Gefallen daran gefunden. Die Kuschelgrabbe ist eine Episode, in welcher die Perle die große Grabbe etwas umbaut und sie mit einer gewissen Kuschelhaftigkeit ausstattet. Doch nicht nur der Look und das Image der großen Grabbe wird umgestaltet, sondern auch die Mitarbeiterkostüme, welche einen sehr spezifischen Look haben, welcher nicht jeden zusagt. Oder auch die Speisekarte, die so erfremdlich erscheint, dass sich mal SpongeBob was damit anfangen kann. Aber was um alles in allen Weltenmeeren ist denn ein Salat? Die Idee der Handlung ist zwar ganz nett, aber irgendwie gibt es auch sonst nichts so Wirkliches, was die Folge auszeichnet. Vielleicht ist mir bei diesem Platz nicht jeder meiner Meinung, aber ich finde die Episode Einer ist immer der Dumme echt nicht so gut. Der Ansatz ist ganz nett, dass mal die Eltern von Patrick kommen und man sie zum ersten Mal sieht, naja. Oder das wird uns vorgemacht, wo einfach zwei Randoms sich ungewollt als die Eltern von Patrick ausgeben und das am Ende aufgelöst wird. Das war wohl einer der größten Plot-Twists in ganz SpongeBob. Darüber hinaus wird die SpongeBob sehr stark als Vollidiot dargestellt und das nicht gerade auf eine freundliche Weise. Man merkt wirklich, wie Patrick ihn ausnutzt, um nicht wie der größte Vollidiot zu wirken. Es gibt auf jeden Fall lustige Stellen, aber der Rest ist eher so meh. Und auch sonst hat die Folge nicht so viel zu bieten, ich finde. Humor ist ein großer Faktor, warum SpongeBob so gut war. Doch wenn man die Witze erzwingen will, dann wirkt das nicht so authentisch und auch nicht so lustig. Und das zeigt die Folge Eichhörnchenwitze sehr gut. Die ganze Folge ist einzig allein auf eine Comedy-Show aufgebaut, in welcher SpongeBob versucht, seine besten Sprüche rauszuhauen, die allerdings nicht so gut ankommen und er stattdessen durch Improvisation einfach Eichhörnchenwitze bringt, welche bei den Fischen der Brüller waren. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, was Eichhörnchen für große Zähne haben? Irgendwie fand ich diese Jokes auch nicht so lustig, wie die normalen SpongeBob-Witze.
Besonders Sandy findet nicht so sehr gefallen an diesen Witzen. Hey, seht mal, Leute, da ist das blöde Eichhörnchen. Ich weiß was, versuchen wir doch mal, uns mit ihr zu verständigen. Auch wenn ich ihre Ansichtsentwicklung dazu wirklich amüsant finde. Vor allem, als sie sich am Ende einfach 1:1 den Witz angepasst hat, war auf jeden Fall eine gute Herangehensweise. Die Folge ist nicht schlecht, aber auch bei weitem keine von den besten. SpongeBob ist ja für seine schlichten Handlungen bekannt. Eine Folge, die man unter einem sehr schlichten Prinzip einordnen kann, ist Die Wanne ist voll. Die Folge besteht einfach nur daraus, dass SpongeBob Gary in die Wanne bringen will und das ist nicht so einfach wie gedacht. Und das war der Plot. Die Folge zeichnet sich eher aus den lustigen und innovativen Stellen aus, Gary sauber zu machen. Und das mag ich so daran. Das Gesamtpaket ist ganz nett, aber für die oberen Plätze reicht die Folge leider nicht aus. Kevin die Seegurke ist ein Charakter, welcher jeder mittlerweile kennt und das obwohl er bisher in der Serie nur in einer Folge einen Auftritt hatte. Ich rede von der Episode Der Fan. In dieser Folge trifft SpongeBob auf sein größtes Vorbild, wenn es ums Quallenfischen geht und es seine Fanatikerseite hier wirklich zum Ausdruck bringt. Das Ganze wird zu einem Aufnahmetest, bei welcher SpongeBob bestimmte Aufgaben bestehen muss, die mit dem Fangen der Quallen zu tun hat. Ironischerweise bekommt Kevin alles ab und das an jeder erdenklichen Stelle. Das Ganze wird dann zu einem halben Liebesdrama zwischen zwei riesigen Quallen. Die Knotspacke! Bis die Wahrheit ans Licht kam. Und am Ende zeigt sich das wahre Gesicht von Kevin und wie sehr das öffentliche Bild von seinem echt nicht abweicht. Ich mach das doch nur, weil es so schick ist. Die Folge hat auf jeden Fall was. Kevin zeigt einfach so gut, dass egal wie gut eine Person in der Öffentlichkeit stehen kann, man nie weiß, wie sie wirklich drauf ist. Außer man droht in einer einstürzenden Höhle ums Leben zu kommen. Die Witze wurden hier echt gut getroffen. Hat dir das nicht wehgetan? Soll ich mir wehtun, Kevin? Alleine schon der Gag mit Patrick und Berühren hebt die Folge wieder etwas mehr hervor. Und Bob, jetzt mal ganz im Ernst. Findest du das nicht ein bisschen kindisch? Das ist Gisela Qualle! Warte, Gisela, ich muss dich berühren! Hey! Haustiere zu haben ist immer was ganz Tolles. Doch manche haben so spezielle Haustiere, dass man hier Angst bekommt. Das alles wird sehr gut in der Folge Wurmi gezeigt. Im Grunde geht es einfach nur um einen Schmetterling, welcher sich innerhalb einer Nacht von einer Raupe in einen Schmetterling verwandelt. Während SpongeBob und Patrick mit einem der wohl besten Lieder der Staffel sich mit Wurmi einen schönen Tag machen. Freunde sind Freunde für ewige Zeit, es gibt nichts was Freunde trennen. Haben sie am Tag später eine panische Angst. Ich meine bei solchen Geräuschen. Zudem schafft es einfach, ein einfacher Schmetterling eine ganze Stadt so in Verwüstung zu bringen, dass die Atmosphäre sich verändert und alles dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und das einfach nur durch die bloße Anwesenheit. Eine wirklich gute Folge, aber durch die anderen Vergleiche nur auf dieser Platzierung. Es gibt SpongeBob-Folgen, welche einen teils bis heute noch in Gedanken bringen. Teils bringen sie Mysterien in die Welt, nach dessen Lüftung wir bis heute streben. Und zwar rede ich von der Folge Unaussprechlich, in welcher Beleidigungen sehr stark behandelt werden. Ich meine, heutzutage benutzt jedes Kindergartenkind solche Schimpfwörter, allerdings wird das hier etwas anders abgehandelt. Und zwar lernt SpongeBob ein neues Wort kennen, welches er direkt allen Leuten zeigen muss und das selbst mit auditiven Hilfsmitteln. Sehr verehrte Gäste, das Tagesangebot ist ein Krabbenburger mit einer fettigen Soße und wie immer perfekt gegrillt. Und Patrick darf natürlich auch nicht fehlen. Die sogenannten Satzverstärkungswörter werden hier mit einem Delfingeräusch zensiert, sodass man bis heute nicht weiß, was sie eigentlich sagen. Ich mag die Idee der Folge, dass sie einfach ein Schimpfwort benutzen, das sehr unangebracht scheint und zu den 13 verbotenen Wörtern zählt. Und Mr. Krabs diese am Ende sogar alle ungewollt aufzählt. Fußwächter! Idiot hat diesen Stein in den Weg gelegt! Und jetzt tut mir mein Fuß weh! Oh! Und... Ich mag die Folge. Ich denke, ich spreche für alle, dass diese eine der emotionalsten Folgen ist. In Alleingelassen verlässt Gary einfach SpongeBob und hängt nur noch mit Patrick rum, was zur Folge hat, dass SpongeBob sich verlassen fühlt und diese innere Leere nur mit anderen Tieren versucht zu füllen. Aber selbst ein Wurm oder eine Schnecke namens Larry kann dieses Loch nicht füllen. Das ist mein... Das Ganze wurde teils mit Humor, aber auch sehr emotional gestaltet, sodass man hier wirklich merkt, wie sehr SpongeBob Gary vermisst und er so viel tun würde, damit Gary wieder zu ihm zurückkehrt. Das Ganze endet mit einem sehr keksigen Plot-Twist. Auch wenn die Folge so gut geschrieben ist,
und auch echt emotional ist, muss ich ehrlich sagen, dass diese mir im Vergleich zu anderen auch nicht in meiner Erinnerung hängen geblieben ist, deshalb auch diese Platzierung. Irgendwie ist die Thematik rund um den Winterschlaf des Öfteren in der Staffel vertreten. In der Episode Bis zur Erschöpfung beginnt quasi alles mit der Vorbereitung auf den Winterschlaf, wodurch eine gewisse Hektik entsteht, dass sie sich selbst dazu zwingt, noch irgendwas zu erleben. Deshalb will sie mit SpongeBob die nächsten Tage zu den Besten überhaupt machen und glaub mir, wenn Sandy sowas sagt, dann weiß man, dass sie keine Wellness-Tage meint. Ich meine, wer will denn nicht mit einem eisig kalten Bad geweckt werden oder eine nette kleine Fahrradtour durch den Park unternehmen? Die erste Hälfte handelt von Sandys Drang zu extremen Spielen, bei welcher man teils sich nur mit leichten Schürfwunden davonkommt. Ich meine, wer die Nadel im Heuhaufen suchen zu langweilig findet... Das Heu im Nadelhaufen finden! Da kann gerne mal die gegenteilige Variante ausprobieren, das macht Spaß. Und der Rest der Folge besteht nur noch daraus, dass Sandy versucht SpongeBob zu finden und die Bewohner der Stadt versuchen wollen, sie mit billigen Imitaten zu täuschen. Da ist der doch! Das ist nicht SpongeBob, der ist nicht viereckig! Ich bin bereit. Das ist Quadratbob. Das ist eine Cornflakes-Schachtel und sie ist nicht gelb. Na, da ist er ja. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Die Folge hat auf jeden Fall lustige Momente und ich mag die Handlung an sich. Nur es gibt einfach so viele gute Folgen in der Staffel. Und ich mag das Ende der Folge. Was macht ihr in meinem Haus? Mittlerweile wird es echt schwer, die einzelnen Plätze zu ranken, da sie einfach auf einem gleichen Level sind und jede Folge etwas hat, was sie besonders macht. Natürlich hatten das die anderen auch, aber hier merkt man dies besonders. Naja, auf dieser Platzierung ist Mundgeruch. Die Folge ist wieder so einfach gestrickt und handelt nur davon, dass SpongeBob Mundgeruch hat und das wird unterschiedlich gezeigt. Dabei ist der Mundgeruch durch seinen etwas anderen Eisbecher so stark, dass er damit einfach Gebäude verscheuchen oder ganz und gar auflösen kann. Zudem wird das Ganze mit den sehr vielen Hässlichkeitswitzen noch amüsanter gestaltet. Mach mal besser den Spiegeltest. Na los. Hallo. Sehr hässlich. Wie eine der wohl besten Geschichten des pinken Seesterns. Sie heißt der hässliche Blaubarsch. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle Leute gestorben sind. Ende. Den großen Worten von SpongeBob auf dem Dach. Ich bin stolz. Lauter. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Lauter. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Das mit dem Stolz ist mir neu. Oder auch die berühmte Patrick-Szene, in welcher er sein Frühstück aufzählt. Algengrütze, was hast du eigentlich gegessen? Ach, ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Nein, ich meine heute Morgen. Na, ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Was noch? Ein bisschen von einem Eisbecher. Die Folge ist ekelerregend und lustig zugleich. Und das ist eine Sache, welche es wirklich gut macht. Zu den vier Jahreszeiten gehört der Winter. Und viele Tiere halten im Winter auch einen Winterschlaf, so auch Sandy in der Folge Ein harter Winter. Eine Episode, in welcher es einfach nur darum geht, dass Sandy, die etwas zugelegt hat, am Schlafen ist und SpongeBob und Patrick sie am besten nicht aufwecken sollten, da es sonst nicht ganz gemütlich für die beiden werden würde. Ich meine, von so einem halb schlafwandelnden Eichhörnchen angegriffen zu werden, ist nicht gerade die einfachste Aufgabe. Die Episode hat auch einfach so verdammt viele und lustige Memes ins Leben gerufen. Alleine schon Spitzkopf Larry und der dreckige Dan, die mittlerweile einen guten, ikonischen Status erreicht haben. Du nennst mich Spitzkopf? Ich will jetzt der dreckige Dan sein. Wieso willst du der dreckige Dan sein? Weil ich dreckig bin. Ich würde sagen, ich bin der dreckige Dan. Oder auch der misslungene Versuch von Patrick, die Tür zu öffnen, wird auch immer wieder als Meme benutzt. Sesam, öffne dich! Ich habe getan, was ich konnte. Die Folge ist einfach so schlicht, aber auch so funny. Dennoch leider nur diese Platzierung. Mittlerweile gibt es kaum einen Cartoon, welcher keine Anspielungen, egal in welcher Form, auf Detektivfälle haben. So auch SpongeBob. Ihr wurde dies allerdings wirklich interessant aufgezogen und zeigt es hier um eine riesige Muschel, welche ihm zu einem Nickerchen hält und nachdem SpongeBob eine kleine Erdnuss geworfen hat, beginnt sie auszuticken und so laut und lange zu heulen, dass man das auch eine lange Zeit zu hören bekommt. Daraufhin steht einerseits ein Gefühl der Schuldgefühle von SpongeBob Seite aus, welcher immer wieder durch die Ermittlungen von Patrick geweckt werden, welcher sich nach und nach immer sicher zu sein scheint, wer der Täter ist. Ich bin so kurz davor, diesen schweren Fall zu lösen. Ich spüre es schon richtig auf der Zunge.
Mann, Verbrechensbekämpfung macht einen ziemlich hungrig sein. Die ganze Folge ist darauf ausgelegt, uns so in die Irre zu führen, dass man vermutet, dass SpongeBobs Erdnusswurf der Auslöser war. Doch am Ende war es einfach Mr. Krabs, welcher durch seine Gier zum Mehrfachtäter wird und seit Beginn der Folge einfach viele Dinge mitgehen lässt, unter anderem die Perle der Auster. Ist auf jeden Fall eine nette und gute Folge. Aus irgendeinem Grund verwechsel ich diese Episode mit der Episode Roboter Krabs, was vermutlich an dem Namen liegt und es zu beiden Handlungen passt. Der Doppelgänger ist wieder eine Plankton-Folge, in welcher er nun in die Rolle von anderen Personen schlüpft und damit nun einfach versucht, an die Geheimformel zu kommen und dabei wieder scheitert, da er seine Pläne nicht komplett zu Ende plant. Und ich frage mich, warum er nicht einfach einen Grammburger kauft und ihn analysiert. Wirklich, das wäre so einfach. Dann kommt Plankton auf die Idee, dass er einen Roboter von Mr. Krabs baut, welcher jeden halbwegs intelligenten Meeresbodenbewohner direkt Respekt vorkam. Außer man kann sie mit bestimmten Mitteln überzeugen. Sie sind nicht Mr. Krabs. Hey, nimm dir doch einfach den Rest des Tages frei. Ganz wie Sie wollen, Mr. Krabs. Als Roboter Krabs versucht nun Plankton an die Formel zu kommen, was er nach einer Ansammlung von lustigen Tests oder anderen Aktivitäten fast geschafft hätte. Oh, Bikini Bottom, mein Herz, das ist dir treu. So glanzvoll, so prächtig, so schön, so frei. Oh, Heimatstadt, blüh und gedeih. Kommt auf einmal Mr. Krabs herein und dieses bekannte Wer ist der Echte? Spiel geht wieder los. Wobei SpongeBob hier nicht direkt die beste Wahl trifft. Und anscheinend hat auch Plankton so eine bestimmte Vorliebe für Selbstzerstörungseinrichtungen, sodass er einfach einen Münzeimerschlitz eingebaut hat, der zu einer Explosion führt. Ein Klassiker. Eine münzgesteuerte Selbstzerstörung? Ich hatte auch schon bessere Ideen. Es gibt so bestimmte Folgen, da stechen einfach andere Charaktere viel mehr heraus. So auch Thaddeus in der Folge Das Tentakelparadies. In dieser schaffen es seine beiden Nachbarn einfach mit Laubgebläse sein Haus zu zertrümmern und Thaddeus durch einen zufällig laufenden Werbespot, den der Teilzeuger vorhersagt, eine neue Möglichkeit findet, sich ein besseres Leben aufzubauen. Er zieht einfach genau dorthin, wo einfach alles perfekt ist. Eine Stadt komplett nach seinen Wünschen. Das Tentakelparadies. Hier wimmelt es nur so von Tintenfischen und jeder lebt in einem Osterinselfigurenhaus. Das Leben von Thaddeus ist genau nach seinen Vorlieben und das für Tag. Für Tag, für Tag. Ich weiß nicht, irgendwie ist mir heute gar nicht nach Klarinette spielen zumute. Und das sorgt dann für einen Stimmungswandel, welcher dafür sorgt, dass Thaddeus zu dem wird, weshalb er eigentlich im Paradies gelandet ist. Ach, und SpongeBob und Patrick bringen durch ihre Gags und die Suchaktion noch einige SpongeBob-Klassiker mit rein, sodass die Handlung noch etwas abwechslungsreicher wird. Bist du Thaddeus? Schon gut, lass dir Zeit. Von dem ganzen... Eine wirklich außergewöhnliche Folge, welche in gewisser Weise eine weitere Mauer durchbricht, ist die Folge Punkt, Punkt, Komma, Strich, in welcher zu Beginn ein Bleistift, welcher ins Meer geworfen wird, einfach zu einem gottesgleichen Werkzeug wird, mit dem man einfach alles erschaffen kann. Dabei kann einfach alles, was man sich vorstellt, gezeichnet werden und dieses Kunstwerk wird direkt zum Leben erweckt, was mal mehr und mal weniger gruselig ist. Sieht echt unheimlich aus, wenn er sich bewegt. Ja, da hast du irgendwie recht. Ich mag die Idee dahinter. Zu dieser Episode gibt es einfach ein eigenes DS-Spiel, welches genau dieses Prinzip einfängt. Und irgendwie hat die Folge auf mehreren Ebenen was. Ich meine, wir haben hier sogar einen eigenen Bösewicht, welcher einfach ein halbwegs gut gezeichnetes Abbild des gelben Schwammes ist und er mit dem Bleistift einfach alles machen kann. Die Folge hat echt was und hebt sich in gewisser Weise von den anderen Folgen ab. Wenn alle eure Freunde keine Zeit haben, dann gibt es nur eine Lösung. Man macht sich einfach selbst einen aus Seifenblasen und nennt ihn Bernhard Blase. Bis heute frage ich mich, warum die Folge so heißt, weil man spricht immer nur von Kumpelblase. Ach ja, ich liebe Übersetzungsfehler. Aber egal. Die Folge hat auch seine lustigen Momente, in welcher Thaddeus und Mr. Krabs alles machen, dass ihr neuer Blasenkunde seine Wünsche erfüllt bekommt, auch wenn sie eine Währung erhalten, die leider nicht so ganz akzeptiert ist in der großen Grabbe. Wenigstens haben sie Trinkgeld gegeben. Weiterhin schafft es Kumpelblase, allein durch seine Existenz einige Leute aufzuregen, sodass alles zu einem gewaltigen Mob wird. Er hat unsere Brunnen vergiftet, unsere Ernte verbrannt und uns die Seuche ins Haus geschickt. Wirklich? Welches nicht nur gerne Bademeister angreift, sondern auch mit spitzen Gegenständen agiert. Verschwendet eure hirnlose Gewalt nicht an ihn! Und dann am Ende lebt die Blase wirklich. Mama! Hey, und ich werde hier nicht gefragt?
Die Folge ist ganz nett, aber es fehlen mir immer noch die richtig lustigen Stellen davon, weshalb es so diese Platzierung haben wird. Streik ist immer ein Thema für sich. Ich denke, viele werden den Begriff aus SpongeBob kennen, und zwar aus der Folge Thaddeus streikt. Es beginnt damit, dass Mr. Krabs und seine Mitarbeiter für bestimmte Tätigkeiten bezahlen lässt. Was soll das? Ich soll dafür zahlen, bei Ihnen an der Kasse zu stehen? Was soll denn dieser Quatsch? Sind Sie jetzt völlig verrückt geworden? Und endet im Prinzip zu mehreren Versuchen dagegen zu streiken, sodass es immer wieder zu lustigen Momenten kommt, dass SpongeBob nicht so ganz weiß, was Thaddeus meint. Dazu kommt, dass SpongeBob am Anfang zwar sehr unerfahren ist, aber dann zur Tat greift und sich einfach mal etwas mit dem Restaurant auseinandersetzt und es etwas verändert, wovon ihr Chef wohl nicht gerade begeistert wirkt. Die Episode versucht ein relativ ernstes Thema humorvoll darzustellen, und zwar so, dass jeder weiß, was genau ein Streik ist, und das mag ich so an der Folge. Stellt euch mal vor, SpongeBob schafft es, den Führerschein nach etlichen Versuchen in die Finger zu bekommen. Dieses Szenario passiert in der Folge Der Schrecken der Straße, in welcher Mrs. Puff erfährt, dass sie SpongeBob doch noch länger als erwartet hat. Versucht sie die letzten Auswege. Bonuspunkte! Wie war das gerade? Bonuspunkte, SpongeBob, die Bonuspunkte! Ich hab noch eine Chance! Durch eine gewisse Regelung schreibt SpongeBob einen schriftlichen Test, welchen er besteht, also Miss Puff lässt ihn bestehen. Ja, ist nicht so wichtig. Bestanden! Bestanden! Was sie am Ende als nicht positiv erachtet. Bikini Bottom, auf deinen Straßen fährt ein neuer Fahrer und sein Name ist SpongeBob Schwammkopf! SpongeBob Schwammkopf! Vor allem wird hier auf eine möglicherweise düstere Vergangenheit von Mrs. Puff angedeutet. Wenn der erstmal losfährt, ist mein Ruf ruiniert. Ich muss in eine andere Stadt ziehen. Ich muss eine andere Fahrschule aufmachen, unter anderem Namen. Nicht schon wieder. Dieses Drama muss beendet werden, bevor es beginnt. Die Eltern von SpongeBob schenken ihrem Sohn einfach ein neues Bootmobil, wodurch er es kaum erwarten kann, damit ein paar Runden zu drehen. Ein fabrikneues Bootmobil! Um die Sache noch mehr ans Rollen zu bringen, spielt Miss Puffy den Bootnapper und will ihren Fehler beheben, jedoch klappt das nicht so einfach, sodass sie ihren Schüler abschütteln muss durch bestimmte Hindernisse. Ich meine, wer kennt es denn nicht? Einen Haufen aus Käse hobeln hat doch jeder im Garten. Das Ganze endet wieder damit, dass Miss Puffy in den Knast kommt, also doch noch ein Happy End. Die wohl zweitlängste Folge der zweiten Staffel ist Geisterfahrer. Wie zu erwarten ist es eine Folge, welche sich um den fliegenden Holländer dreht, welcher seinen Anker in SpongeBobs Haus krachen lässt und dann neue Besucher bekommt, die ihm bei seinen Raubzügen helfen sollen. Die Folge sticht auch heraus, wie ich finde, insbesondere weil es die Kombination aus Geisterfahrer und Piraterie echt gut umsetzt. Captain, da ist einer, den wir erschrecken können! Darüber hinaus hat man hier einige Szenen echt gut umgesetzt, auch wenn sie nicht gerade Sinn ergeben haben. Ich meine, so ein Weg durch die Parfümabteilung kann schon schwer sein. Zudem hat man hier einen Reißverschluss der Verdammnis, welcher viele kuriose Abbilder zeigt. Oder die vielfältigen, lustigen Stellen der Episode, welche einem bis heute ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ich hatte mal 4 Kekse und hab einen gegessen. Da hatte ich bloß noch 3. Alleine die Geistertour bietet einem da so viel. Ja, weiter. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und halt. Keine Bange, Captain. Die paar Kratzer wollen wir wieder aus. Nicht zu vergessen die Wünsche des fliegenden Holländers, welche mehr oder weniger gut genutzt wurden. 3 Wünsche? Ich wünschte, wir hätten das früher gewusst. Jetzt habt ihr noch 2 Wünsche übrig. Eine wirklich super lustige Folge. Eine gute Idee zu haben, kann manchmal viele positive Effekte mit sich bringen, auch wenn sie nur für eine kurze Dauer sind. Diese Situation zeigt die Folge Eine gute Idee, in welcher die wohl miese Situation der großen Krabbe und die fehlende Kundschaft wieder mit einer neuen Idee reingebracht werden soll. Zahlen Sie, während ich mich lebendig begrabe! Nach vielen misslungenen Versuchen kommt dann SpongeBob mit einer guten Idee. Bunte Burger, eine so gute Idee, dass ihn die anderen erstmal ausgelacht haben, bis man gemerkt hat, diese Idee doch nicht so schlecht ankommt wie angenommen. Die belächelte Idee wird dann einfach zu einem Erfolg, welchen sich so manche Geschäftsmann so nur erträumen lassen. Ich bin Nummer 46.000!
Ich hab noch nie 46.853 Gäste gehabt. Sodass selbst Mr. Krabs neidisch wird und einfach sein zweitwertvollstes Besitz neben seinem Geld Spongebob zum Tausch der bunten Burger anbietet. Die bunten Burger sind allerdings nicht so ganz ungiftig, sodass sie bei vielen Fischen ungewollte Nebenwirkungen hervorrufen, wodurch alle ihr Geld zurückhaben wollen. Wie gewonnen, so zerronnen. Die geschäftsbezogene Handlung ist echt gut umgesetzt und eines ist gewiss. Jeder wollte sicher mal wissen, wie so ein bunter Burger wirklich schmeckt. Außerdem beweist Patrick hier seinen guten Geschmack für Armbanduhren. Da muss ich erst ein paar neue Zahlen draufschreiben. Eine weitere emotionale Episode der Staffel ist Willkommen im Apfeleimer, bei welcher sich wieder zwei sehr nahestehende Charaktere trennen müssen, dieses Mal im geschäftlichen Sinn. Und zwar verwertet Mr. Krabs einfach seinen besten Burgerbrater beim Pokern, wodurch Spongebob verpflichtet ist, im Apfeleimer zu arbeiten, was Planktons Triumph sein könnte. Allerdings schafft er es nicht, Spongebob zum Kochen zu motivieren, egal wie sehr er die Küche umbaut. Das Ganze führt dann zu einem sehr emotionalen Lied, welches einfach so gut wurde. Ein Herd ist ein Herd. Egal, wo er auch steht. Nach dem einfachen Prinzip, dass Spongebob das Restaurant wechselt, wurde einfach so viel gemacht und Harry Plankton hat einfach einen Roboter Spongebob, in wessen er sogar das Gehirn vom Original einpflanzt. Allerdings bringt das auch nicht die gewünschten Effekte, so dass Spongebob wieder an der Kostengrabe verkauft wird. Eine etwas andere, aber wirklich gute Episode. Eine Folge, welche sich bei vielen im Kopf geblieben ist, ist Zu Wasser und zu Lande, welche die Logik vergangener Folgen etwas über den Haufen wirft und sich konkret mit den Unterschieden der Wasseratmer und Luftatmer auseinandersetzt. Oder soll ich wohl eher sagen, Luftkopf? Luftkopf! Ja, okay, der war schlecht. Die Folge beginnt ganz harmlos und wird dann einfach zu einem Wettbewerb, wer in welcher Lebenssituation am längsten überlebt. Zudem wurde das Ende echt gut inszeniert und die Darstellung der Charaktere am Ende hatte auch etwas, auch wenn man gewisse Charaktere nicht so erwartet hätte. Was denn? Das Ganze wird dann zu einer Rettungsaktion, da die Möwen nicht gerade freundlich zu den Besuchern sind und Sandy ihre Eichhörncheninstinkte zeigen muss. Würmer sind sehr stark vertreten in Spongebob. Entweder sie fressen ein Haus oder sie geben einen guten Hundeersatz ab. Doch dann gibt es doch die Würmer, die dich zum Anbeißen gern haben. Wortwörtlich. In der Folge Sandy, Spongebob und der Wurm wird genau das beschrieben. Die ganze Folge handelt davon, dass ein gigantischer Wurm sich in der Nähe befindet und jeder davor Angst hat und von jedem etwas angeknabbert wurde. Dazu muss ich wohl nichts sagen. Wollen sich die Bewohner von Bikini Bottom nur darum kümmern. Auch wenn Patricks Vorschlag gar nicht mal so schlecht war. Wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben es woanders hin. Will Sandy sich allein darum kümmern. Jedoch will Spongebob sie aufhalten, doch niemand kann den Stolz eines Eichhörnchens brechen, dessen Schwanz gefressen wurde, sodass Sandy es nach einem langen Kampf es schafft, diesen zurückzuholen. Allerdings hat sie etwas verwechselt, weshalb sie lediglich die Zunge besiegt hat, aber nicht den Wurm an sich, was das ganze Blatt wieder wendet. Das ist die Zunge und das ganze Ding hier ist also der Wurm. Renn um dein Leben! Am Ende wird der Wurm nach einer langen Fluchtaktion besiegt. Oder doch nicht? Eine solide, gute Folge mit vielen guten Momenten und einen lustigen Kampf gegen einen Wurm. Und denkt immer daran, streckt euer Hinterteil nie zu weit raus, sonst wird es von einem Wurm gefressen oder so. Diebe sind Menschen, welche nicht gerne gesehen sind. Sie nehmen einen immer das, was ihnen nicht gehört und das will keiner. Um genau solche Personen geht es in der Folge Ganoven, in welcher Spongebob und Patrick das Leben eines Gauners kennenlernen, und die erste Diebstahl direkt erfolgreich wurde und sie einfach einen ganzen Ballon geklaut haben. Hey, wollt ihr nicht den Ballon umsonst? Heute ist Ballon-Gratis-Tag. Das Ganze läuft dann darauf hinaus, dass sie nie mehr nach Bikini Bottom zurückkehren können, wodurch sie anfangen wahnsinnig zu werden und selbst ein kleiner Schokoriegel bei ihnen schon einen Konflikt auslöst. Du hast mein letztes Essen geklaut, jetzt muss ich verhungern. Das Gaunerleben ist wohl nichts für die beiden, weshalb sie sich der Polizei stellen und ihrer gerechten Strafe absetzen müssen. Diese 2 Sekunden Gefängnis muss ihr Leben sicher geändert haben. Wer die Finger hält nicht still, der wohl länger sitzen will. Okay, das war's. Ihr könnt wieder gehen, raus hier. Man hat es einfach geschafft, so ein ernstes Thema wie Diebstahl einfach so albern und humoristisch darzustellen, sodass man es so gar nicht ernst nehmen kann, wie die Charaktere an sich. Sowas kommt in der zweiten Staffel so oft vor. Und eine Sache, die wir in der Folge gelernt haben, ist, dass Rennerei gut ist für die Oberschenkelmuskeln. Eine Episode, welche sehr gut die Systematik von Spongebob beschreibt, ist der Aufsatz.
Mit einem einfachen Thema wird einfach eine ganze Handlung gefüllt. Und zwar geht es darum, dass SpongeBob einen Aufsatz für die Fahrschule schreiben muss, in welchem stehen soll, was man alles nicht an einer Ampel tun darf. Und die Episode zeigt einfach so gut, was man machen kann, um den Aufsatz nicht zu schreiben. Und das ist so kreativ und so nachvollziehbar. Ich meine, manchmal will man einfach die Bude putzen oder seine Schnecke füttern, anstatt zu arbeiten. Oder einfach mit dem netten Postboten quatschen, welcher einen einfach auf den Aufsatz aufmerksam macht. Aber wenn einer von denen jetzt ein Postfach müssen hat, dann... Müssen Sie nicht einen Aufsatz schreiben? Woher weiß der denn, dass ich einen Aufsatz schreiben muss? Das Ganze endet damit, dass SpongeBob wahnsinnig wird und Albträume bekommt, sodass alles um ihn herum größer wird und sein Haus anfängt zu brennen. SpongeBob, warum? Warum hast du mich angezündet, SpongeBob? Warum schreibst du nicht einfach den Aufsatz? Ich denke, die Folge ist auf jeden Fall gerechtfertigt auf dieser Platzierung. Der Kampf der Fastfood-Konkurrenten erstreckt sich über viele verschiedene Folgen. Eine sticht dabei besonders hervor, da es hier nicht um die Formel geht, sondern darum, bei einem Wettkampf Ruhm und Ehre zu erzielen. Durch gewisse Komplikationen kam es zu einem Wettstreit von SpongeBob und Patrick, durch welchen sie einen Twist haben, was das Ganze anspornt. Ich mag es einfach, dass alle Disziplinen immer irgendwas mit Nahrungsmitteln zu tun haben, was wirklich lustige Stellen ergibt, wie die frischen Fischstäbchen, Fischstäbchen, frische Fischstäbchen, oder auch die Eisszene. Und alles in einem sehr ausgeglichenen Wrestlingkampf entschieden wird, bei welcher bestimmte Wahrheiten ans Licht kommen. Gelb! Rosa! Du magst mich doch! Es gibt einfach wirklich so gute Momente in der Folge und alleine die Idee dahinter ist wirklich gut aufgebaut. Eine weitere sehr gute Episode ist Nachtschicht. Ich denke, jeder hat sicher nun einige lustige Momente im Kopf, wenn man daran denkt. Die ganze Folge besteht daraus, dass Mr. Krabs die große Krabbe nun mit einer Nachtschicht ausstatten will, was sich als eine sehr interessante Nacht erwiesen hat. Die simple Thematik der Folge bringt einfach so gute Gags mit rein, die schon mit dem Beginn anfängt. Hier, schlagen Sie mich bitte so fest Sie können. Psst. Hör mal, ich arbeite in der Küche. Und das nachts. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ich meine, wir haben hier zum einen den hackfleischhassenden Zahakam, welcher mit einer gut inszenierten Geschichte die Handlung aufbesserte, und am Schluss noch das Verratu, welchen die meisten, glaube ich, nur durch SpongeBob kennen. Nosferatu. Und nicht zu vergessen, eine der wohl besten Szenen des rosanen Seesterns. Oh, Kinder, 3 Uhr morgens. Ich denke, ich muss nicht weiter erläutern, warum die Episode auf dem Platz ist. Was würden wir nur ohne Patrick machen? Der rosa Seestern, welcher für seine grandiosen Folgen und Momente bekannt ist, so ist ihm sogar eine ganze Folge gewidmet in Dick, Rosa und Dumm. Indem er erfährt, dass er im Gegensatz zu seinem besten Freund keinen Preis gewonnen hat. Ich will auch einen Preis gewinnen! Weshalb er versucht, auf verschiedenen Weisen einen Preis zu bekommen, was von einem normalen Job in der großen Krabbe bis hin zur Imitation reicht. Die Folge ist voll von Patricks Imitationen und zeigen seine Dämlichkeit immer auf neue Art und Weise. Die Episode bringt vielleicht nicht die besten Witze, welche einem Gedächtnis bleiben. Spreche ich mit der großen Krabbe? Nein, hier ist Patrick! Ist da die große Krabbe? Oh nein, hier ist Patrick! Dennoch ist es einfach so guter Humor. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht! Nein, nein, du hast es geschafft! Wirklich? Ja. Da man hier wirklich den Fokus auf Patrick gesetzt hat. Hey Kumpel, bist du aus Blödmannshausen? Die SpongeBob und Thaddäus Folgen sind mitunter die besten Folgen, so auch die Episode der Stellvertreter, in welcher Mr. Krabs einen schweren Unfall hat, wodurch er ins Krankenhaus kommt, und das alles nur wegen Kleingeld. Lassen Sie einfach die Münze los. Es gibt eine Menge guter Gründe, niemals Geld loszulassen, Mignon. Das Ganze führt dazu, dass Thaddäus nun der neue Chef wird und deshalb sich diese zeitweilige Beförderung zu seinem Gunsten nutzen will. Das heißt, er lässt SpongeBob den ganzen Laden leiten und gönnt sich Urlaub oder wie er es nennt. Ich habe ganz furchtbar wichtige und chefmäßige Dinge zu erledigen. Allerdings kommt es immer wieder vor, dass er sich unsicher ist. Hallo SpongeBob. Hallo Patrick. Sag mal, wärst du wohl so nett und wechselst mir den Vierteldollar? Kein Problem. Hier, bitte. Danke. Weshalb er ihn immer wieder bei seinem Platz an der Kasse einen Besuch abstattet, um ihn zu testen.
Mir ist nur eingefallen, dass ich diesen Dollar gewechselt haben will. Möchtest du 4/4 Dollar oder 10 Zehner oder 20 Fünfer oder 100 Pennies oder 1/4 Dollar, 3 Zehner, 7 Fünfer und 10 Pennies? Und falls du mir einen 5-Dollar-Schein gibst, könnte ich... Alles klar. Bis dann. Und das führt dann dazu, dass er sich entspannen will und dann immer wieder Wahnvorstellungen bekommt und immer an verschiedenen Stellen SpongeBob sieht. Hab ich dich, ich sag dir, wenn Mr. Krabs rauskriegt, dass du ein Klo bist. Die Episode geht sehr auf eine mentale, kranke Sichtweise ein, was man insbesondere in übertriebener Sichtweise bei ihm sieht. Muss ich hier bleiben und mir einen schönen Tag machen? Und ich denke nicht an, ihr wisst schon wen im, ihr wisst schon was, ist mir völlig egal. Der Wahnsinn geht dahin, dass Thaddäus einfach nackt durch die Stadt läuft, nur weil er dachte, dass SpongeBob was Schlimmes angestellt hat. Jetzt hab ich dich, SpongeBob! Hey, ziehen Sie sich doch was an! Die Wahrheit wird ans Licht kommen! Juhu, weiter so, Thaddäus! Die Folge ist einfach so genial. Kunst ist ein Thema für sich. Entweder einem gefällt es oder nicht. Genau um dieses Thema dreht sich die Folge Das Meisterwerk. In dieser führt Thaddäus eine ganze Kunstklasse, welche nur aus einem Schüler besteht, und das ist ausgerechnet sein Nachbar, welcher mehr über Kunst lernen wollte. Im Unterricht zeigt uns Thaddäus unter anderem auch, wie man einen Kreis zeichnet. Daher werden wir wohl ganz am Anfang bei Punkt 1 beginnen. Oder besser gesagt, bei Kreis 1. Oder eher SpongeBob zeigt es Thaddäus. Naja, erst male ich den Kopf, dann radiere ich ein paar Details weg und dann 1, 2, 3, ein Kreis. Die Harmonie der beiden und die gegenseitige Darstellung von Kunst bleibt hier einfach unübertroffen. Guck mal, Thaddäus, das sind wir machen Wogspringen. Alleine schon die Marmorszene oder auch die speziellen Kunstwerke von Thaddäus sind auf jeden Fall einen Blick wert. Ein Hauch von Tüll. Oder er gehört in den Müll. Pardon, das habe ich wohl übersehen. Die Folge ist einfach so großartig. Und denkt immer dran, wer dieses Meisterwerk nicht an seiner Wand hängen hat, hat keine Ahnung von Kunst. Heldenhafter Urlaubsvertreter ist wohl zu Recht auf dieser Platzierung. Die Episode hat einfach so viel, was sie einfach so unverkennbar macht. Ich meine, wir haben hier einfach SpongeBob und Patrick in der Heldenhöhle, die alleine darauf aufpassen müssen, was in manchen Situationen doch nicht die beste Entscheidung war. Ich spiel mit der Strahlenpistole. Ich krieg den Aquahandschuh. Halt, nicht. Zudem kommt hier einer der wohl bekanntesten Gegenspieler Superheldenlos zum Ersteinsatz. Und das in einer sehr gut inszenierten Szene. Die ganze Folge wird in gewisser Weise ernst, da es um den indirekten Kampf gegen das Böse geht, welcher hier versucht, sich das Gute zu lehren, allerdings zu böswilligen Zwecken. Das führt zu sehr witzigen Szenarien, alleine schon die Sache mit Patrick und den Brieftaschen. Verzeihung, mein Herr, ich glaube, Sie haben eben Ihre Brieftasche verloren. Die kommt mir aber nicht bekannt vor. Was? Oder auch der Schachtel. Du tollpatschiges rosa Etwas! Was ist überhaupt in der Kiste? Meine Brieftaschen. Ist einfach wirklich eines der besten Stellen aus der Serie. Darüber hinaus war das Ende auch sehr interessant, dass man doch auch einfach eine Bank ausrauben will, allerdings durch den Kitzelgürtel nicht mehr in der Lage war, war schon eine lustig durchdachte Wendung. Ich denke, eine Sache, welcher jeder von klein auf gelernt hat, ist, wie man sich die Schuhe bindet. Außer man ist so ein Sonderfall wie ich, welcher erst viele, viele Jahre später das gelernt hat. Und genau darum geht es in der Folge Hey, dein Schuh ist offen, welcher einfach dem schlichten Handlungsstrang nachgeht, dass SpongeBob sich nicht die Schuhe zu binden kann. Ich mag diese Einfachheit, ich kann es nie oft genug sagen. Die Jokes sind nicht die einprägsamsten, aber dafür ist das Gesamtpaket der Folge einfach so verdammt gut. Und alleine der Song über Schnürsenkel hebt die gesamte Folge noch so hoch, wie ich finde. Kriegst du ihn nicht zu den Schuh, dann pass auf und hör gut zu. Setz dich hin und auf einen Blick lernst du den Schleiftrick. Auf dem Platz ist eine der bekanntesten Cartoon-Weihnachtsfolgen, die je existiert haben. Die Folge ist einfach so gut und handelt sogar von dem ersten eigenen Weihnachtsfest. Wie das Schreiben von Wunschzetteln, welches bei manchen mehr und bei anderen weniger klappt. Jetzt habe ich mein Papier zerrissen. Kann ich noch eins haben, bitte? Na klar, Kumpel, hier hast du. Okidoki, Thaddäus. SpongeBob,
Danke. Dann kommt noch die Schmückung des Weihnachtsbaumes, welches einfach in einem so guten und gängigen Lied vorgetragen wurde. Ich bin ganz doll auf den herrlichen Weihnachtstag, wenn alles so ist, wie ich's ganz besonders mag. Zudem hat man hier auch noch so eine krasse Wandlung von Thaddäus und sein Charakter wurde so besonders hervorgehoben. Vor allem hier merkt man dies besonders. Erst hasst er alles und will jedem klar machen, dass es einen Weihnachtsmann nicht gibt, weshalb er umso glücklicher war, dass der Mann in Rot doch nicht kam. Aufgrund von SpongeBobs Enttäuschung und eine selbstgemachte Holzflöte, die Thaddäus bekommen hat, wandelt er sich und spielt nun die Rolle des Weihnachtsmannes, um SpongeBob als Gegenleistung eine Freude zu machen. Und das führt dann dazu, dass er je nach Bikini Bottom etwas aus seinem Wohnraum schenkt, bis er nichts mehr hatte. Und am Ende kommt einfach der Weihnachtsmann und bringt ein verrücktes Ende mit rein. Ihr versteht, was ich meine. Ich liebe diese Folge einfach auf so vielen Hinsichten. Gibt es irgendjemanden, der diese Episode nicht mag? Und Patrick zeigt auch hier wieder seinen guten Geschmack für Armbanduhren. Fröhliche Weihnachten. Wow, eine Armbanduhr. Kommen wir auch zu den Top 3 der meiner Meinung nach besten Folgen aus der zweiten Staffel. Auf Platz 3 ist die Folge Die Geheimschachtel. Muss ich noch viel dazu sagen? Es ist wieder eine Patrick-Folge, in welcher es einzig um eine Schachtel geht, dessen Inhalt er bis zum Ende geheim hält. Es klingt so banal, dass es einfach so verdammt gut wirkt. Von den legendären Szenen mal abgesehen. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Die Episode ist einfach so lustig und genial. Niemand! Noch nicht einmal das Haus von Thaddäus. Da man hier wirklich sieht, wie SpongeBob daran verzweifelt herauszufinden, was sich in der Schachtel befindet. Und das bringt auch so viel Witz in die Folge. Drin. Oder vielleicht ist Patrick ein Meisterdieb und es sind Diamanten drin. Oder er ist ein Massenmörder und bewahrt abgeschlagene Köpfe drin auf. Ich denke, mit dem Platz hat kaum einer ein Problem. Salatsauce! Ich glaube, diesen Platz haben sich ja sehr viele auf der ersten Platzierung gesehen, aber ich muss sagen, sie ist nur ganz knapp auf der Platzierung. Und zwar ist auf dieser Platzierung, hör mal, wer da spielt. Muss ich wirklich noch viel dazu sagen? Jeder kennt die Folge. Lustiger Einstieg, Siegbert Schnösel, die Bandprobe und dann das Ende, welches wohl eines der epischen Enden für eine SpongeBob-Folge ist. Patrick-Moment, den man sich vorstellen kann. Ein. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Meerrettich ist auch kein Instrument. Die Folge ist einfach so ein Meisterwerk unter den SpongeBob-Folgen und für viele auch die beste SpongeBob-Folge, die je existiert hat. Und die beste Folge aus meiner Sichtweise dieser Staffel ist... Die Kuchenbombe. Die Folge ist einfach so gut. Ich liebe einfach diese Folge, da sie wirklich auf besonderen Wegen die Charakterbindung von SpongeBob und Thaddäus so krass darstellt. Und zwar denkt Thaddäus einfach, dass SpongeBob wegen ihm ums Leben kommt, weil SpongeBob eine Kuchenbombe gegessen hat, welche bei Sonnenuntergang in ihm hochgehen würde. Dabei will er SpongeBobs letzten Tag zu dem schönsten Tag machen, welchen er je gehabt hat. Und dabei nimmt er alles in Kauf, und ich meine wirklich alles. Während der Anfang noch relativ SpongeBob-typisch gehalten wurde, nur dass es ein spezieller Geschenkedack war und Thaddäus über die Liebe in SpongeBobs Geschenken nie bewusst war, merkt man am Ende einfach so einen krassen Wandel. Zwei. Eins. Naja. Das Ende wurde noch echt emotional. Naja, bis zu dem Punkt, in dem einfach ein Plot-Twist das Ganze wieder lustig erscheinen lässt. Die Handlung wurde einfach so gut geschrieben und zeigt eine andere Seite von SpongeBob, welche wirklich sehr gut in die Serie passt. Die Kuchenbombe. Meiner Meinung nach verdient der Platz 1 in der Liste. Und mit diesen Worten beende ich auch mein Ranking und komme zum Fazit. Die zweite Staffel ist eine sehr gute Staffel. Ich denke auch sogar die beste von den ersten drei. Sie hat wirklich so gute Folgen, sodass es wirklich schwer war, alle zu ranken. Aber dennoch hatte ich meine Freude an der Staffel und es war wirklich ein gutes Gefühl, mir diese nochmal durchzuschauen. Aber ich hoffe, euch hat dieses etwas längere Video gefallen und ich würde mich sehr auf Unterstützung und Support freuen. Ich wünsche euch aber dennoch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Euer Johnny, bye bye.